Berge von Müll. Sie stinken zum Himmel und sind doch ein wichtiger Teil des Kampfes gegen den Klimawandel. Denn bei der Zersetzung des Abfalls entstehen riesige Mengen des Treibhausgases Methan. Hier in Manila wird daraus Strom gewonnen, mit Geld aus Europa und dem Segen der UNO. Unsere Energie kommt aus dem Müll, und zwar kostenlos. Der Müll ist einfach da. Und das Gas muss man ohnehin entfernen, weil das gut für die Umwelt ist. Es ergibt saubere Energie. Im Rahmen des internationalen Emissionshandels zahlen Firmen aus Europa für das Programm hier als Ablass für ihre eigenen Emissionen an Treibhausgasen. Payatas Müllkippe war das erste derartige Projekt auf den Philippinen. Für die Anwohner bedeutet das bessere Luft und kostenlosen Strom zum Bügeln in einer Gemeinschaftseinrichtung. Seit wir hierher kommen, sparen wir eine Menge Geld. Wenn wir hier bügeln, können wir unsere Stromrechnung zu Hause von mehr als $25 im Monat auf etwa $15 senken. Strom für tausende Haushalte wird inzwischen ins Stromnetz von Manila eingespeist. Das umgewandelte Methan entspricht etwa 18.000 Autos weniger auf den Straßen der Hauptstadt. Kritiker wie Greenpeace fürchten aber, das Ganze führe nur zu noch mehr Müll auf den Deponien. Die Leute werden weiter Müll erzeugen und wir werden weiter unser Wasser, die Luft und den Boden verseuchen. Der einzige Weg, um das Problem des Methans aus Abfall wirklich in Angriff zu nehmen, ist die Mülltrennung zu Hause. Auch in Manila bleibt der Müll ein Problem. Aber viele hier gewinnen diesem Problem seine guten Seiten ab.